Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ja, zu einer Folge ETS2 auf der ProMod 2.02 und der RustMap 1.6.3. Tja, wir stehen bei IKEA. Nach dieser Blamage aus der letzten Folge. Na, 1001-mal Verfahren, glaube ich, und einparken konnte ich das Ding da auch nicht. Dachte ich, wir nehmen jetzt mal einen normalen Auflieger wieder. Schande über mich. Schande über mich. Was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. Ich komme vielleicht doch besser mit dem hier klar. Tja, der Weg soll uns dann führen von Berlin nach Tallinn. Also einmal durch das ganze Baltikum durch. Das sollten wir wohl schaffen, nehme ich mal an. So, jetzt springen wir mal in unseren Scania. Den Scania habe ich ein bisschen aufpimpen können. Wir sind im Level hochgestiegen. Wir haben jetzt 500 PS statt 490. Und die Innenausstattung ist auch etwas schicker geworden. Ne? Wir haben jetzt die exklusiv V8-Ausstattung hier natürlich. Deswegen Maschine an. GPS activated and ready to run. Mandy spricht wieder mit mir. Mandy ist mir nicht böse mehr. Mandy spricht jetzt endlich mit mir. So, wir haben auch so ein bisschen V8-Sound jetzt an Bord, ne? So ein bisschen. Jetzt klingt es wenigstens auch so ein bisschen nach motorisierten LKW und nicht nur nach einem Trecker. Jetzt haben wir endlich ein bisschen V8-Sound auch am Start. Gott sei Dank. So, dann wollen wir uns hier mal unser Schmuckstück anpicken. So, mach mal. So. Mach das Gepiepe aus. Ich weiß gar nicht, was wir hier im Augenblick denn transportieren. Wir müssten das vielleicht mal kurz in Erfahrung bringen. Wir wollen mal kurz schauen. Was fahren wir denn? Schweineleber. Wir fahren Schweineleber? Moment mal. Wir sind doch bei IKEA. Wieso holen wir Schweineleber bei IKEA ab? Mysteriös. Dinge passieren hier. Na, wir wollen mal zusehen, dass wir denn hier wegkommen. Ah, schön, ne? Endlich wieder V8, Geblubber. Ja, ich habe mich sowieso schon gewundert, als ich hier bei IKEA angekommen bin. IKEA hier so ein bisschen anders umgebaut. Ne? Hier muss man erst über den Kundenparkplatz fahren, um dann hinten zum Auflieger zu kommen. Hat mich natürlich wieder total verwirrt. Natürlich. Hat mich das wieder verwirrt. Ne? So, lassen wir die PKWs mal auch in Ruhe, fahren wir und nicht unbedingt gegen. Aber 500 PS mit V8-Sound, das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht, ne? Aber irgendwie, Mandy ist immer noch verwirrt. Mandy zeigt mir immer noch nicht den richtigen Weg an. Mandy, sag was. Mandy, wo soll ich denn hin? Puh, Mandy. Ach, Mandy, ich fahre jetzt hier links und dann... Tallinn müsste ja im Osten liegen, ne? Tallinn müsste... So, hier, guck mal, Mandy. Mandy ist sich jetzt schlüssig geworden. Mandy sagt jetzt doch rechts rum. Mandy, gut, dass du dich nochmal entschieden hast. Ich hätte sonst mich nicht gewusst, wie ich hier aus Berlin wieder rauskommen soll. Ach, Mandy... Oh, endlich wieder dieses Brubbeln. Ich hab's auch schon so ein bisschen vermisst, ne? So ein bisschen V8-Geblubber. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank wieder V8-Geblubber. Ich hoffe, Mandy zeigt jetzt auch den richtigen Weg an hier. 30 hier nur, ne? 30-Zonen. Hier steht bestimmt irgendwo ein hinterhältiger Blitzer. Ist doch immer so. In 30-Zonen ist immer irgendwo ein hinterhältiger Blitzer.
schöne gute Ampel, ne? Können wir gleich nochmal anfahren. Das Anfahren macht am meisten Spaß, finde ich, mit dem Sound. Ah, genießen. Brüll mich an. Ah, schön. Lärmbelästigung für die Leute draußen, für uns hier drin im LKW pures Vergnügen, würde ich mal sagen. Ah. Aber ein bisschen Zwischengas, ne? So, Berlin, ich auch wieder ab. Ich komme mit dir nicht klar hier und dann Streckenführung. Mandy, bring uns raus aus Berlin, würde ich mal sagen. Tja, 500 PS, jetzt natürlich gerade mal 10 PS mehr, aber ne, man fühlt sich schon mal besser, wenn man die 500er Marke geknackt hat, finde ich. Fühlt sich das so ein bisschen besser an. Auch wenn es am Berg kein Stück schneller vorangeht, aber fühlt sich besser an, ne? Fühlt sich besser an. So, geht hier schon wieder hier dieses Gedingse los. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich glaube, ich bin auf der richtigen Strecke. Vielleicht schalte ich auch noch mal ein bisschen runter, ne? Er klingt zwar toll beim niedertourigen Fahren, aber ich weiß auch nicht, er tut sich da so ein bisschen schwer gerade, ne? Aber er brüllt wie ein Großer. Das ist schon mal gut. Brüllen kann der Löwe schon mal wieder. Boom, boom, boom. Sehr gut. Boom, boom, boom. Ja, so macht das doch wieder richtig Spaß. Schön V8-Geblubber. Und wenn es nur 500 PS sind, völlig egal. So fühle ich mich eindeutig wohler jetzt. Mit V8-Geblubber. So, Tempomat rein und dann lass laufen den schicken Scania, ne? Jetzt sogar hier mit Leder sitzen drin. Leder, schwarzes Leder. Ja, ich habe mich extra auch wieder für das normale Lenkrad entschieden, ne? Ich finde es schöner, wenn ich vor mir das Display sehen kann und nicht hier dieses Dreispeichen Lenkrad, auch wenn ich das extrem schön finde, aber das ist irgendwie falsch montiert, finde ich. Man kann da nicht das Display sehen. Ich sehe so gern mein Display. Ich habe mein Display so lieb, ich sehe es dann auch gerne. So, Berlin hinter uns, sehr schön. Und hier drin hört man gar nicht so viel von dem Lärm, den wir draußen erzeugen mit unseren High-Pipes, ne? Können wir nochmal kurz die gleiche Winnie gerade, da kommt nochmal kurz rausspringen. Nochmal uns den Lärm reinziehen. Geht, ne? Ganz schön laut da draußen. Gut, dass wir hier drinnen sitzen. Ja, alle anderen hören uns. Wir sind hier völlig entspannt und ruhig drinnen, ne? Sehr schön. So, was ist hier denn jetzt schon wieder los? Baustelle. Mandy? Mandy, wieso sehe ich im Navi hier keine roten Striche mehr? Mandy? Was? Mandy? Mandy, was ist los mit dir? Ah, Gott sei Dank. Mandy ist wieder da. So, Richtung Warschau. Oh Gott. Hinter Warschau ist mir doch mal der Spiel hier jetzt abgestürzt. Mmh.
da muss ich mir aber noch überlegen, ob ich nicht da nochmal ins Spiel eingreife und mir selber nochmal so einen kleinen Navi-Punkt setze. Also auf einen Spielabbruch hinter Warschau habe ich jetzt mal wieder keine Lust. Das tut ja nicht Not, ne? Das tut ja nicht Not. Na, wir fahren erstmal tapfer weiter. Mandy wird schon wissen, was sie uns da antut, würde ich mal sagen. Ne? Aber ich freue mich auf jeden Fall schon mal wieder. Mandy ist wieder da. Ja, ja, ja. Ich habe sie auch schon vermisst. Aber ne, kaum hat man die V8-Exklusivausstattung hier im Scania dann endlich, hat man auch seine Mandy dann wieder. Hip, hip, hurra. Ah, hip, hip, hurra, die Mandy ist wieder da. So. Platz da, jetzt kommen wir hier, würde ich mal sagen. Mit lautem Getöse, dass der Kollege hier noch nicht vor Schreck langsamer geworden ist, wundert mich allerdings so ein bisschen. Der muss taub sein. Der muss taub sein. Jetzt spätestens, wo wir an ihm vorbeigefahren sind. Oha, da vorne blinkt es doch schon wieder so wild. Was ist da denn? Aha, Warschau. Oh Gott, oh Gott. Und was will mir die Werbetafel da alles erzählen? Das blinkt so schön. Was will es von mir? Welcome? Achso, ja. Guten Tag. Wo bin ich hier? Zoll? Ich hab nichts zu verzollen. Bretter mal durch, ne? Wo ist die Straße? So, ich bin wieder in Polen, glaube ich. Ich bin in Polen und da vorne zocken sie uns gleich als erstes erstmal ab. Das ist natürlich immer, ja, also kann das losgehen, ne? Kaum bist du da, schon hier kassieren. Ein Vorteil hat es wieder, ne? Wir dürfen gleich wieder anfahren. Ich freue mich so immer, wenn ich anfahren darf mit dem V8-Sound. So. Ah, schön. Da überspringe ich auch gleich mal einen Gang. Nur damit das ein bisschen niedertouriger ist. Oh. Ah, schön. So, ich glaube, da vorne, da tüten wir uns gleich erstmal schön noch günstigen Kraftstoff rein. In Polen muss es ja eigentlich günstiger sein als in Deutschland. Der Tank ist zwar noch halb voll, über halb voll, aber man kann ja noch mal ein bisschen nachlegen, ne? Man kann ja noch mal ein bisschen nachlegen und außerdem danach kann ich auf dem Parkplatz da hinten vielleicht noch mal kurz ins Navi eingreifen. So, 1,02 €. Dafür kann man tanken gehen. Schön über die Grenze fahren nach Polen und erstmal schön günstigen Diesel reintüten, ne? Zack, wieder umdrehen, ab Richtung Deutschland. Nein, wir wollen nach Tallinn. GPS activated and ready to run. Ja, Mandy. Mandy, ich fahre noch mal eben kurz da vorne auf den Parkplatz. Ich muss mal eben kurz ins Navi eingreifen. Ich habe keine Lust, dass wir über Warschau fahren. Mandy, da müssen wir noch was tun eben. Na, die Zuschauer wollen bestimmt keinen Spielabbruch hier sehen. Ne? Auch wenn ich nicht weiß, ob das mit dem Hotfix vielleicht behoben worden ist. Aber lieber auf Nummer sicher, ne? Lieber noch mal eben kurz hier ins Geschehen einmal eingreifen. Ich weiß, das tue ich sonst eigentlich nicht, ne? Sonst fahren wir immer
Sonst fahren wir mal konstant einfach durch hier. Hier, Warschau. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen. Wo wollen wir denn längst? Hier, wir können hier so, ne? Hier so? Ja, schön über die Landstraßen. Wir wollen Landstraßen fahren. Das machen wir jetzt. Wir fahren jetzt erstmal so ein bisschen weiter so. Aber dann müssen wir nicht über Warschau, weil hinter Warschau, da hat es mich halt mal erwischt. Und ich weiß nicht, ob der Hotfix das schon behoben hat. Ich will da kein Risiko eingehen. Mandy? GPS activated and ready to run. Danke, Mandy. Maschinenraum kann losgehen. Ich bin soweit. Dann wollen wir mal. Eigentlich wollte ich nur noch mal wieder anfangen. Ah, schön. So, kommt einer? Nö, kommt keiner. Ne? Dann können wir ja weiter. Ah, sehr schön. Oh, Kollege, lässt du mich rein? Bitte. Danke. Naja, eigentlich habe ich ihn ein bisschen dazu genötigt, mich reinzulassen jetzt. Ne? Egal. Genau, du kannst uns ja überholen. Immer der Lärmtüte hinterher. Meine Güte, brummelt aber auch. Huhuhuhu. Ach, zu schön. Hier, kannst wieder reinziehen. Bist weit genug vorbei. Ach komm, zieh rein. Ich muss dich doch eh gleich wieder überholen. Hm, er will wohl nicht. Wahrscheinlich kurz bevor ich ihn überhole, ne? Dann ist wieder soweit. Dann zieht er rüber. Der ist aber auch ganz schön flink unterwegs, ne? Das muss man ihm ja mal lassen, ne? Wir fahren so knapp 90. KI ist nicht unbedingt langsamer. Also nicht viel. Hm. Boah. Sag mal, spinnst du? Der uns mal nicht ans Leben heben wollte. Meine Herren. Hier hätten wir wenigstens noch mal eine Pause machen können bei McDonald's. Ey, ist zu spät. Jetzt haben wir schon getankt, ne? Ruhepuls. Puh. So, manches Mal, du... und ich hab's mir schon fast gedacht. Wenn ich, ne, kurz bevor... Eigentlich habe ich ja gedacht, okay, kurz wenn ich, ne, gerade anfange, ihn zu überholen, dann zieh darüber. Aber nein, der hat ja auch noch gewartet, bis wir direkt neben ihm waren. Meine Herren. Der wollte uns ans Leben. Mandy, was sagst du dazu? Du bist still, ne? Mandy sagt lieber nichts. Die ist geschockt. Mandy sagt nichts. So. Mandy ist geschockt, dass wir das noch erleben müssen. Eieiei. Bauen sie auch schon wieder. Ah, schön die LKW-Spur nehmen, ne? Stau hier mal die Maut stellen. Nee, nee, nee. Oh. Spielorgasmus schon wieder. Oh. Mm.
ich glaube, wir machen eine kleine Pause. Nein, zu viel Spielorgasmen hier schon wieder wegen dem Sound. Kurzes Päuschen hier erstmal einlegen. Dann geht's weiter, versprochen. Außerdem können wir der Mandy gleich wieder, ne? Beim Starten zuhören. Hui, 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 hui. Tja, ich würde sagen, mit dieser Bombensensation, dass Mandy ist wieder da. Mandy. Ja, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.